Nach der Sommerpause hatte man einen Neustart in der Ampel geplant. Es sollte alles harmonischer ablaufen. Aber es war doch eher ein Fehlstart, denn gleich in der ersten Kabinettssitzung gab es Streit. Bundesfamilienministerin Paus von den Grünen blockierte jetzt nämlich das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner, dem FDP-Chef. Ja, das Gesetz sollte eigentlich heute im Kabinett beschlossen werden. Mit rund 6,5 Milliarden Euro sollen Unternehmen entlastet werden. Laut Handelsblatt ist das für Paus zu viel Geld, wenn Lindner nicht gleichzeitig mehr Milliarden für die geplante Kindergrundsicherung zur Verfügung stelle. Halbherzig und ungenügend sind die Vorschläge von Christian Lindner, so die Industrie. Es fehle an Durchschlagskraft, auch wenn der Ansatz richtig sei. Die neue Investitionsprämie für mehr Klimaschutz und eine aufgestockte Forschungszulage sind geeignete Hebel, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken. Und weiter, das Gesetz hat nicht die nötige Tiefe, um nachhaltig zu überzeugen. So, Industrie und Mittelstand. Der Bundesfinanzminister dagegen wirbt auf seiner Website. Wenn es keine Anreize gibt, auch im Steuerrecht sich weiterzuentwickeln, wenn es keine Anreize gibt, im Inland zu investieren, dann fließen Investitionsgelder ins Ausland. 50 steuerpolitische Maßnahmen mit jährlich 6,5 Milliarden Euro Entlastung sieht der Gesetzentwurf von Lindner vor. Doch die Grünen stehen auf der Bremse. Ihre Familienministerin Paus will mehr Geld für ihre Kindergrundsicherung, die FDP noch gebremst. Ich sage das sehr freundlich. Hier müssen wir unsere grünen Koalitionspartner davon überzeugen, dass, wenn die Wirtschaft keine Anreize bekommt, zu investieren, die Grundvoraussetzung für all die anderen Leistungen, die der Staat leisten sollte, als Sozialstaat nicht möglich ist. 6,5 Milliarden für die Industrie, da sind 2,5 Milliarden für die Kindergrundsicherung zu wenig, so Ministerin Paus. Eigentlich sind die Grünen aber für den Vorschlag. Sie wollen sogar noch mehr Geld in die Hand nehmen und berufen sich auf internationale Empfehlungen. Brücken sanieren, Schulgebäude sanieren, auch Straßen, aber eben auch die Schiene. Das spüren wir, glaube ich, alle. Eigentlich müssten wir viel Geld in die Hand nehmen, gerade um auch zukunftsfähigen Wohlstand eben zu sichern. Und der IWF sagt eben, wir sollten dabei keine Denkverbote haben, sogar noch mal nachdenken, Schuldenbremse anzugucken. Im Kabinett hat dieser Paus nun den Bundesfinanzminister ausgebremst. Doch eigentlich sind sich alle einig, Deutschland braucht den Modernisierungsschub. Und da braucht es keine hellseherischen Fähigkeiten. Auch für die Kindergrundsicherung wird noch etwas Geld übrig bleiben.